Ja, Herr Präsident, vielen Dank für die Einladung, meine Damen und Herren. Wir können es ganz kurz machen und sagen, Allergiker leiden auf dem Lande sogar mehr als in der Stadt, weil es dort mehr Allergene gibt. Aber es gibt weniger Allergiker auf dem Lande als in der Stadt. 1989 wurde vom Londoner Epidemiologen David Strachan die Hygienehypothese aufgestellt. Sie besagt, dass die heutige keimarme Umgebung die Entwicklung des Immunsystems während der Kindheit behindert. Da sie keine echten Krankheitserreger mehr bekämpfen müssen, suchen sich die Antikörper unechte Gegner in Form harmloser Allergene. Dies erklärt laut Strachan den starken Anstieg von Neurodermitis, Heuschnupfen und Asthma in der heutigen postindustriellen Welt. Im Geburtenjahrgang 1958 konnte er zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kindes in England an Heuschnupfen zu erkranken mit dem wirtschaftlichen und sozialen Status der Familie steigt und sich umgekehrt proportional zur Zahl seiner Geschwister verhält. Der Anstieg der Allergien in den neuen Bundesländern auf das westdeutsche Niveau nach 1989 spricht ebenfalls für einen Einfluss der Lebensverhältnisse auf das Risiko, eine Allergie zu entwickeln. 2016 wurde eine vergleichende Untersuchung amerikanischer Kinder aus amischen und Hutterer Familien veröffentlicht. Beide Glaubensgemeinschaften stammen ursprünglich aus Mitteleuropa und siedelten sich im 18. und 19. Jahrhundert in Nordamerika an. Gemeinsamkeiten: große Kinderzahl, Nichtraucher, trinken roher Milch, wenige Pommeskinder, Impfungen werden befürwortet, ähnliche Genetik, ähnlicher Lebensstil, sie leben von der Landwirtschaft. Trotzdem zeigte sich aber bei den Schulkindern beider Gruppen ein großer Unterschied bezüglich des Auftretens von Asthma bronchiale. Die Häufigkeit lag bei Hutterer Kindern mit 21,3%, 4,1 Mal höher als bei den Amischen mit 5,2%. Bei der Sensibilisierung gegenüber Umweltallergenen wie Pollen, Hausstaubmilben und Tieren zeigten die Hutterer mit 33,3% eine 4,6 Mal höhere Rate als die amischen Schulkinder mit 7,2%. Die Autoren der Studie identifizierten als einzigen Unterschied den Stil der Landwirtschaft, den die Amischen traditionell und die Hutterer industrialisiert betreiben. Der Endotoxinspiegel, Endotoxine sind Zerfallsprodukte von Bakterien, im Hausstaub bei amischen Familien war 7 Mal höher als bei den Hutterern. Die traditionelle Landwirtschaft der Amischen schützt gegen Asthma und andere Allergien, unter anderem durch eine dauerhafte entzündungsfördernde Anregung der angeborenen Immunantwort durch das Einatmen der Endotoxine im Hausstaub, die zum Teil schon im Mutterleib durch die Plazenta übertragen werden können. Konsum roher Kuhmilch in früher Kindheit schützt zwar vor Asthma, ist aber wegen des Infektionsrisikos kein Mittel der primären Allergieprävention. Eine Kopenhagener Studie aus dem Jahr 2016 zeigt, dass das Risiko, eine atopische Dermatitis zu entwickeln, mit der Anzahl der Hunde im Haushalt sinkt. Also je mehr Hunde Sie im Haushalt haben, desto weniger Dermatitis haben Sie. Und eine lebenslange Schutzwirkung vor Allergien durch bäuerlichen Lebensstil, besonders bei einer Exposition im Mutterleib oder der frühen Kindheit, konnte bei mehr als 3.000 Landwirten und Angehörigen in den USA in einer 2017 veröffentlichten Untersuchung dokumentiert werden. Fazit: Der Bauernhof-Inhalator für Säuglinge muss aus Präventionsgründen entwickelt werden. Allerdings ist die Forderung, Kühe direkt im Kinderzimmer zu halten, übertrieben. Es sollte bei den Stofftieren bleiben. Vielen Dank.